YouTube und ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Produktreview. Heute teste ich für euch die Panasonic Lumix G70K. Das K steht in dem Falle für das mitgelieferte Objektiv. Das ist das 14 bis 42 mm. Mit der G70 erwarten euch Videofunktionen in 4K, Serienbildfunktionen in 4K, ein extrem leichtes Gehäuse von gerade einmal 410 Gramm inklusive Akku und Speicherkarte und Objektiv gerade mal einmal 610 Gramm. Nicht zu verachten ist natürlich das Schwenkdisplay, die gute Ausstattung der Kamera, also das gesamte mitgelieferte Zubehör. Und das war's auch schon mit unserer Einleitung. Jetzt geht's ins Unboxing. Viel Spaß dabei. So, kommen wir nun zum Unboxing der Panasonic Lumix G70. Hier, wie schon gesagt, haben wir das K-Modell. Die Verpackung erstmal recht simpel. Dann haben wir die Software dabei, Bedienungsanleitung. So, dann geht's weiter. Hier haben wir dann das Ladegerät der Panasonic. Dieses wird dann auch ganz normal angeschlossen mit diesem Standard-Ladekabel mit diesen zwei Pins drin. Dann haben wir das Panasonic-spezifische USB-Ladekabel. Passt auf, dass euch das nicht verloren geht, gibt es nicht in jedem Handel. Dann haben wir hier den Trageriemen. Und natürlich das Objektiv, in dem Falle das K-Objektiv, was bei Panasonic für das 14 bis 42 mm steht. Wirkt recht plastikhaft, ist auch relativ leicht und fast nur aus Plastik, macht allerdings trotzdem gute Aufnahmen. Hier haben wir den Akku. Falls ihr den mal neu braucht, das ist der BLC12E und dieser hat 1200 mAh. Dann ist hier die Gegenlichtblende. Und zum Schluss haben wir noch den Body der Panasonic. Hier ist die G70. Ja, recht leicht. Plastikgehäuse, wer diese Kamera zum Beispiel für Videoproduktion nutzt an einem Gimbal, hat dadurch extrem lange Akkulaufzeiten aufgrund des Gewichts der Kamera. Das Schwenkdisplay ist natürlich auch dabei. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Unboxing. Die G70 ist ausgestattet mit einem 16 Megapixel Live MOS Sensor. Bei der Kamera habt ihr selber die Möglichkeit festzulegen, welches Aufnahmeformat ihr nehmen möchtet, also entweder 1:1, 4:3 oder 16:9. Der Videomodus der G70 hat es wirklich in sich: 4K-Aufnahmen in MP4 mit 25 Bildern pro Sekunde. Ab jetzt habt ihr die Möglichkeit, Full-HD-Aufnahmen zu machen mit der G70 in 50 Frames pro Sekunde in Interlaced oder Progressive. Hi YouTube, wir sind hier in Offenbach am Fredenhaar-Gelände. Super geil, hier wurden früher mal, glaube ich, Förderbänder hergestellt. Wir sind hier mit der Panasonic G70K, K wegen dem Objektiv, wie ich schon angedeutet habe. Und jetzt möchte ich euch mal demonstrieren, wie schnell der Autofokus funktioniert, weil das ist absolut geil. Aus Demonstrationsgründen schalte ich alle 49 Autofokus-Messfelder ein und nutze das Display als Sucher. Wie ihr sehen könnt, ist die Reaktionsgeschwindigkeit beeindruckend schnell. Laut Hersteller gerade einmal 0,09 Sekunden. Selbst bei schwachem Licht fokussiert die Kamera etwa mit der gleichen Geschwindigkeit. Die G70 bringt außerdem eine integrierte Panoramafunktion gleich mit sich, hier ganz einfach über das Wahlrad oben zu bedienen. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Viel Spaß dabei! Wer ein Foto im passenden Format braucht, hat die Möglichkeit, dieses individuell festzulegen. Entweder nehmt ihr 4:3, 16:9 oder im 1:1 Format auf. 1:1 könnte für die Instagrammer unter euch interessant sein. Einfach das Foto im passenden Format geschossen, per Wi-Fi auf das Smartphone übertragen und direkt bei Instagram geteilt.
So macht Social Media wieder Spaß und bietet euch jede Menge kreativen Freiraum. JPEG- und RAW-Aufnahmen sind ohne weiteres möglich. Kommen wir zur Lowlight-Performance. Bei den ISO-Werten habt ihr selber die Möglichkeit, frei zu entscheiden, ob ihr diese in ein Drittel Stufen oder in ganzen Stufen verändern möchtet. Die ganzen Stufen dürften euch von den Einsteiger-DSLRs bekannt sein und die ein Drittel Stufen von den preislastigeren Modellen. Mit den 1/3 ISO-Stufen bin ich wirklich sehr zufrieden. Damit habe ich die Möglichkeit, meiner Belichtung den Feinschliff zu verleihen, wenn Blende und Verschlusszeit gleich bleiben sollen. Die gezeigten Clips wurden alle in 4K aufgenommen mit 25 Frames pro Sekunde. Die ISO-Performance ist beeindruckend gut für den kleinen 17x13mm Sensor. ISO 3200 können wir das Rauschen erkennen, aber wirklich ins Auge fällt die ISO über 6400. Die Farben bleiben uns bis ISO 12800 gut erhalten, wenn auch die ISO zu diesem Zeitpunkt sehr deutlich ans Licht kommt. Der maximale ISO-Einstellbereich bei diesem Modell liegt bei ISO 25600, was allerdings bei den meisten Anwendungen eh wegfällt. Für mich ein klares Plus zur Lowlight-Performance. Der Focus der G70 ist für mich ungeschlagen. Das LCD-Touch-Display bietet euch die Möglichkeit, einen einzelnen Fokuspunkt per Fingertipp auszuwählen. Dabei hilft euch die Lupe direkt, die Schärfe zu kontrollieren. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, mehrere Fokusoptionen zu wählen und alle 49 Fokuspunkte anzusteuern. Der Motivverfolgemodus hilft, ein sich bewegendes Objekt Schritt für Schritt zu verfolgen. Legt doch bei euren Videos einfach mal einen der integrierten Filter über den Clip oder nehmt 30 4K-Fotos in der Sekunde auf und speichert alle oder genau das Motiv, welches euch am besten gefällt. Wie ich schon gesagt habe, ist die G70 eine sehr gut ausgestattete Kamera. Das schwenkbare LCD-Touch-Display lässt sich um 270 Grad drehen und ist wirklich sehr hell. Die Verbindung zum Gehäuse wirkt jedoch etwas instabil. Die zwei Hauptwahlräder bieten jede Menge Einstellmodi, wie Programmautomatik, Vollautomatik, manueller Modus oder Szenenmodus und vieles, vieles mehr. Auf der linken oberen Seite findet ihr das zweite, bei dem ihr einstellen könnt, ob ihr eine 4K-Fotoserie erstellen wollt, einen Zeitraffer oder einen Countdown, der euch sogar die Möglichkeit bietet, 3 Fotos am Stück nach 10 Sekunden zu schießen. Die zahlreichen FN-Tasten lassen sich frei belegen mit der Schnelloption, die ihr für eure Bedürfnisse am meisten braucht. Ein Fernauslöser, Micro-HDMI-Ausgang sowie ein AV-Output gibt es ebenfalls. Autofokus und manueller Fokus lassen sich am Wahlrad rechts neben dem Sucher umschalten. Dazu gibt es einige pfiffige Knöpfe, die ihr beim Filmen nutzen könnt, um ISO und den Weißabgleich zu korrigieren. Der Verschluss lässt sich durch das Menü von einer 4000stel Sekunde auf eine 16000stel Sekunde heruntersteuern. Ich war für euch in Frankfurt, um ein ganz besonderes Feature zu testen. In der G70 steckt die Möglichkeit, eine Zeitrafferaufnahme zu machen. Dazu muss das linke obere Wahlrad auf die obere Uhr gestellt werden und im Kameramenü die Option ausgewählt sein. Ganz nach euren Wünschen könnt ihr eine Startzeit festlegen, das Aufnahmeintervall und wie viele Fotos die Kamera am Stück knipsen soll. Sobald alle Fotos erstellt wurden, fragt euch die Kamera, ob sie ein Full HD oder 4K-Video aus der Serie erstellen soll. Nachdem ihr diesem Prozess zugestimmt habt, kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Denkt daran, den 1200mAh starken Akku vollzuladen. Ich empfehle nur, den elektronischen Sucher in Betrieb zu nehmen, den Bildstabilisator auszuschalten, Focus Peaking zu deaktivieren und den manuellen Fokus zu nutzen. Die Zeitrafferfunktion ist ein wirklich geniales Feature, bei dem sich das fertige Video sehen lassen kann. Ihr könnt zum Ausleuchten einen externen Blitz am Blitzschuh anbringen oder den integrierten Blitz nutzen. Der Live View bietet euch 3 Modi, entweder nur Live View oder nur den elektronischen Sucher nutzen. Der intelligente Live View erkennt als dritte Option, ob ihr in den elektronischen Sucher schaut oder auf das Display. Kreative Filter bietet euch die G70 und MAS. Da ist für jede Situation der richtige Filter dabei. Die HDR-Funktion der G70 ist wirklich gut. By the way, das ist die erste Kamera, bei der ich das sage. Wählt dazu die RAW-Aufnahme ab, dass ihr nur im JPEG-Format aufnimmt. Ihr könnt zwischen der automatischen oder der manuellen HDR-Funktion frei wählen. Bei der manuellen könnt ihr zwischen 1 und 3 Blendenstufen frei entscheiden. Ansonsten machen die Fotos einen recht ordentlichen Eindruck, hier die unbearbeitete Version.
NFC ist nicht an Bord der G70, dafür aber die extrem gute Wi-Fi-Schnittstelle. Diese erlaubt es euch kabellos, die Kamera über die kostenlose Panasonic-App für Android und iOS fernzusteuern. Dafür ist kein zusätzlicher Router oder eine andere Schnittstelle nötig. Schaltet das WLAN eures Smartphones ein und das der G70. Steuert die Kamera fern oder übertragt das gerade aufgenommene Urlaubsfoto oder Video auf euer mobiles Gerät. Die Inhalte lassen sich dann logischerweise via WhatsApp und Co. teilen. Jetzt zum Fazit der G70. Vorab, ich liebe diese Kamera. Auch wenn die G70 ein Plastikgehäuse hat, welches ihr durchaus zu eurem eigenen Vorteil nutzen könnt, man beachte das geringe Gewicht von unter 700 Gramm. 4K-Video mit 25 Frames pro Sekunde oder 4K-Fotoserien mit bis zu 30 Bildern in der Sekunde, die sich auf dem heimischen Rechner als Film zusammenfügen lassen, sind schon geniale Features. Das LCD-Touch-Display reagiert angenehm empfindlich und das Menü ist für Anfänger als auch Fortgeschrittene oder Umsteiger logisch aufgebaut. Hierbei zählt aber auch die Devise Learning by Doing. Besonders beeindruckt hat mich die Lowlight-Performance, die für diesen kleinen Sensor wirklich gut ist. Das Schwenkdisplay erlaubt es euch, auch in ungünstigen Situationen immer den richtigen Blick über das Motiv zu haben. Bei Sonneneinstrahlung hilft euch der elektronische Sucher, die Spiegelungen, selbst wenn diese nur gering auffallen, aufgrund der Helligkeit des Displays beim Fotografieren. Zum Film lässt sich ein externes Mikrofon über den integrierten 3,5 mm Klinkenstecker anbringen. Full-HD-Aufnahmen mit bis zu 50 Frames pro Sekunde geben euch einen flüssigen Film. Panorama, Szenenmodi und vieles mehr sind mit an Bord. Zwischen 600 und 900 Euro könnt ihr euch eine Version der G70 bei Mediamarkt oder Saturn kosten. Über den Preis entscheidet die jeweilige Kit-Version der Kamera, die ebenfalls nur als Body zur Verfügung steht. Daumen hoch, bis demnächst, ciao!